Morgens, kurz vor 8, Trainingszentrum in Zutzenhausen. In circa einer Stunde beginnt für die TSG-Profis der Trainingstag mit einem gemeinsamen Frühstück. Einer ist schon jetzt fleißig, Steven Zuber. Der Schweizer schiebt für sein Comeback extra Schichten, diszipliniert, entschlossen und mit Weitsicht. Ja, natürlich ist es sehr, sehr wichtig, dass man so schnell wie möglich auf dem Platz ist. Aber ich glaube, man darf den anderen Aspekt überhaupt nicht vergessen. Das heißt, einen guten Grundstein zu legen für deine Fitness, für deinen Körper oder ebenso für deine Verletzung. Und wenn das dann ein paar Tage länger geht, also, glaube ich, ist es viel, viel wichtiger für deine Zukunft. Da man ein bisschen so länger ausfällt, kann man sehr gut an den Schwächen arbeiten, die man vorhin vielleicht nicht bemerkt hat. Und jetzt hat man Zeit dafür. Und deswegen kann man das einfach als Chance nutzen. Der Tag beginnt für Steven im Wasser. Aktivierung und Intervalltraining stehen auf dem Programm. Fast eine Stunde quält sich der 28-Jährige, sein festes Ziel immer vor Augen. Ich sehe es einfach bei mir als eben so Chance, an was zu arbeiten, was ich einfach vorher nicht so hatte, um einfach noch so stärker wieder zurückzukommen. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie Steven das durchzieht. Der ist morgens ruckzuck auf der Matte. Wir haben das häufiger so gemacht, dass ich ihn aus Heidelberg, weil er nicht fahren kann, mitgenommen habe. Musste ich sogar noch ein bisschen früher losfahren. Und der gibt sich richtig Mühe, der gibt richtig Gas, der will schnell wieder auf dem Platz stehen. Zuber ist seit 2014 bei der TSG und kommt auf 8 Tore und 8 Assists, darunter ein Treffer in der Champions League. Am ersten Spieltag der Saison in Frankfurt erleidet er einen Schlag und wird daraufhin von starken Schmerzen im Fuß geplagt. Eine Operation ist nötig. Jetzt kämpft sich der Schweizer Nationalspieler zurück. Man kann hier sehr gut abarbeiten. Man findet hier mit eins von den besten Bedingungen. Ich würde sogar sagen, europaweit vor. Ich glaube, jetzt gehe ich ins 6. Jahr hier. Und ich habe alles mitgemacht hier mit der ganzen Mannschaft. Aber auch persönlich habe ich sehr vieles mitgemacht, wo ich einfach dankbar bin dafür. Aber ich weiß, dass es einfach noch nicht zu Ende ist, dass es noch viel, viel weiter nach oben geht. Nach dem Konditionstraining im Wasser und anschließendem Eisbad geht es im Kraftraum weiter. In der Reha verbringt Steven täglich mehrere Stunden und arbeitet mit seinen Therapeuten an Beweglichkeit und Kraft. Der Weg zurück auf den Platz ist oftmals ein schmaler Grat. Insgesamt körperlich ist er sehr gut unterwegs. Der Fuß braucht halt noch seine Zeit. Also da geht es jetzt gerade darum, wir haben demnächst eine Kontrolluntersuchung und da müssen wir halt schauen, wie ist alles verheilt und danach können wir weiter entscheiden. Also momentan wäre noch viel Spekulation, aber er macht einen sehr guten Eindruck. Wir müssen halt schauen, dass wir die Belastung möglichst hoch halten, dass wir ihn auf einem guten Niveau halten, aber gleichzeitig auch mechanisch die Belastung über die Beine, die über den Fuß eingeleitet wird, niedrig halten, damit alles gut heilen kann. Ja, also wir versuchen das halt mit bestimmten Techniken. Wir binden die Oberschenkel zum Beispiel ab, dass weniger Blut aus den Oberschenkeln rausfließen kann, dass mehr Laktat im Bein drin ist, dass der Stoffwechsel denkt, hier wird gerade gearbeitet ohne Ende. Aber die mechanische Belastung, die normalerweise dazugehört, die ist nicht dabei. Das heißt, wir können halt den Muskel, den Stoffwechsel ordentlich ausbelasten, aber der Knochen hat weiterhin wenig Belastung und kann sich so gut erholen. Mit einer letzten Ausdauereinheit auf dem Fahrrad endet der Arbeitstag von Steven Zuber gegen 16 Uhr. Morgen geht es wieder von vorne los. Diszipliniert und entschlossen, Schritt für Schritt, dem Comeback jeden Tag ein Stückchen näher.